Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich habe gerade Zeitung gelesen und der Herr Kretschmer in Sachsen, der hat so Corona-Leugner empfangen, ne? Und dann sagt er, liebe Leute, es kann sich hier nicht jeder irgendetwas ausdenken. Ne? Ihr müsst schon bei den Tatsachen bleiben. Ne? Also guckt euch mal unsere gestiegenen Sterbefälle hier an. Ne? Ja, genau, so ist das. Ne? Da muss man mal drauf gucken. Die richtigen Statistiken abgreifen bei Eurostat, beim Statistischen Bundesamt, beim RKI und so weiter. Und dann mal gucken, was da über das Jahr zusammengekommen ist. Und speziell in den Phasen des Lockdowns. Ne? Und wenn man dann sieht, wie jetzt gerade die Todeszahlen hochgehen, dann ist jetzt nur noch zu untersuchen, woran die Leute denn überhaupt gestorben sind. An schlechter Behandlung im Lockdown, an fehlenden Pflegekräften in Altersheimen, an Einsamkeit, daran, dass sie ihre Enkel nicht mehr sehen durften, sind diese Menschen an Corona gestorben oder sind es Menschen, die postmortem einen Test gemacht haben, der dann gesagt hat, dass sie positiv sind. Also, Sie wissen ja, dass im Moment wegen Pflegenotstand positiv getestete Pflegekräfte und Krankenpfleger und überhaupt Krankenhauspersonal im Dienst ist, ja, wenn sie keine Symptome haben. Das heißt, früher sagte man, diejenigen, die gesund sind, also die Menschen, denen nicht die Nase läuft, die nicht niesen, die sich nicht schlecht fühlen, die kein Fieber haben, die können auch zur Arbeit gehen. Ne? So, das ist ja in diesem Jahr nicht mehr so gewesen anfangs, aber jetzt ist es wieder so. Ja? Und das Gesundheitsamt sagt dann, mein Jung, mein Mädel, na, so wird man in Schleswig-Holstein sagen, du kannst zur Arbeit gehen oder so. Ne? Also ich bin nicht mehr so gut in Platt, weil bin ja nicht mehr so lange da, aber ein bisschen Vernunft ist da ja schon da. Bloß das Dumme ist, wenn die jetzt tatsächlich die Viren weitergeben, ne, dann kann es natürlich auch mehr unsymptomatische Alte in diesen Pflegeeinrichtungen geben. Und wenn die dann nach ihrem Tod positiv getestet werden, dann fahren die natürlich auch die Statistik hoch. Also das muss man alles ganz genau untersuchen. Also Herr Kretschmer hat voll und ganz recht. Es kann sich hier einfach nicht jeder irgendetwas ausdenken. Ja, und dazu gibt es die evidenzbasierte Medizin. Die evidenzbasierte Medizin ist dazu da, um den Sachen auf den Grund zu gehen und herauszukriegen, woran denn nun diese Menschen gestorben sind. Ja? Woran es denn nun liegt. Ne? Und das richtig einzuschätzen und einzustufen und uns als betroffenen Bürgern, die unter diesem Lockdown leiden, detailliert Auskunft darüber zu geben. Und das hat zu Erfolgen. Es kann sich ja nicht jeder irgendetwas einfach hier ausdenken. Herr Kretschmer hat also völlig recht. Wir werden uns hier nicht etwas ausdenken, sondern einfach nur die Wahrheit sagen, okay? Und wenn Sie es nicht genau wissen, ob etwas die Wahrheit ist oder nicht, dann sagen Sie, könnte es nicht sein, dass, damit die Verantwortlichen darüber Auskunft geben. Behaupten Sie nicht etwas, was Sie nicht wissen, verdammt nochmal. Ja? Aber was Sie wissen, das dürfen Sie auch gerne belegen mit den entsprechenden Quellen. So, wie ich das zum Beispiel versuche grundsätzlich zu tun. Wenn noch mal was fehlt, ich kann es auch nachliefern, ne? Wenn Ihnen da irgendwo was fehlt. Okay? Schönen Tag noch.